Der Journalist Can Dündar ist in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden. Dündar lebt seit 2016 in Deutschland im Exil. 18 Jahre und 9 Monate erhielt er wegen Spionage, weitere 8 Jahre und 9 Monate wegen Terrorunterstützung. Vom Vorwurf, er habe geheime Informationen bekannt gegeben, wurde er freigesprochen. Gleichzeitig ordnete das Gericht in Istanbul erneut Dündars Festnahme an. Seine Anwälte boykottierten die Verhandlung aus Protest. Ihrer Ansicht nach wurde das Urteil bereits im Voraus politisch festgelegt. Hintergrund des Prozesses ist ein Bericht aus der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet aus dem Jahr 2015. Darin wurden geheime Informationen veröffentlicht, die belegen sollten, dass die türkische Regierung Extremisten in Syrien mit Waffen ausrüstet. Dündar war damals Chefredakteur der Zeitung. Erdogan selbst stellte damals Anzeige gegen ihn und verlangte lebenslange Haft.